Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Daily Shop News mit Miniman gleich. Ja, Leute, wir schauen jetzt einfach mal hier in den Item Shop von heute rein und da haben wir nach wie vor die hammer krasse, mega geile, unfassbar coole Ice Queen, die Eiskönigin. Ja, hammer, 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 hammer. Sieht hammer, Mama. Sieht echt mega geil aus. Ja, und Benotung habe ich ja gestern schon bereits abgegeben. Und ja, schauen wir mal rein hier. Was haben wir? 4,63 von 5 bei 8 Votes. 23 Reminders. Hammer Teil. So, und dann haben wir den Icebringer. Oh, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das mit dem Icebringer aussieht. Wie ist der denn bei euch überhaupt? Au! ...4,75 von 5. Sind zwar nur 4 Votes, aber Hammer. Bittergold, Part of the Ice Kingdoms. Oh, die ist bei euch auch sehr gut angekommen. So, dann haben wir hier diesen Roller. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das ist so eine Mischung aus so einem Alien-Comic-Style-Ding und... Der Growler. This good boy is not afraid to bare his teeth. Animal Jackets. Ja, was soll ich dem Growler geben? Ich halte nicht so wirklich viel von dem. Ich finde ihn auch nicht wirklich. Ich gebe dem 4 von 10. So, und schauen wir mal, wie sind denn eure Benotungen dafür für den Growler? 3,24 von 5 bei 21 Votes. So. Flapjacky. Flapjacky sieht irgendwie auch ziemlich doof aus, aber irgendwie auf der anderen Seite cooler als der andere. Also muss ich da ein bisschen bessere Noten geben. Ich gebe der Flapjacky mal 6 von 10. Wie sieht's denn da aus? Flapjacky, Flapjacky. Ja, nochmal 3,16 von 5 bei 25 Votes. So, dann haben wir hier diesen Jack Spammer und. Keine Ahnung, was das für ein Schrottteil sein soll. Also irgendwie kann ich damit auch nicht wirklich irgendwas anfangen. Jack Spammer kriegt von mir 4 von 10. Und da haben wir hier 3,56 von 5 bei 9 Votes. So, dann haben wir noch diesen Poofy Parasil. Und den gibt es ja in verschiedenen Styles. Das heißt eigentlich nur, dass dieses chinesische oder japanische Zeichen, ich weiß ja, ob das jetzt japanisch oder chinesisch ist, dass dieses Zeichen da oben sich ändert. Und ich finde den... es ist ein bisschen was anderes, aber besonders toll finde ich den ehrlich gesagt nicht. Und der Flapjacky, Quatsch, der Poofy Parasail kriegt von mir auch nur 4 von 10. Ja, und ja, Noten hier 3,46 von 5 bei 13 Votes. So, haben wir den Shadow Ops. Ah, und der Shadow Ops, der sieht eigentlich, also wenn man jetzt mal vergleicht mit diesem anderen Set, da sieht er ja wirklich gar nicht mal so schlecht aus hier, ne? Der Shadow Ops. Deswegen kriegt der Shadow Ops von mir, ich finde besser als Flapjacky, kriegt von mir 7 von 10. Habe ich ihm, glaube ich, auch noch nie gegeben. Aber 4,31 von 5 bei 39 Votes. 81 Reminders. Der Shadow Ops. Ja, eigentlich schon ganz nah. Dann haben wir hier den Arctic SR und der ist natürlich jetzt legendär aktuell für diese momentane Map. Ja, das Ding ist doch Hammer, oder? Also viel besser kann man sich doch aktuell gar nicht tarnen als mit dem Arctic Assassin. Ohne Scheiß. Ja. Deswegen muss ich in der aktuellen, muss ich dem Ding tatsächlich 10 von 10 geben. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dem Arctic Assassin 10 von 10 gebe. Das habe ich noch nie gemacht, denke ich. 4,42 von 5 bei 40 Votes. Also, ich denke, einer der besten Skins zur aktuellen Lage, Wetterlage auf der Map. So, dann haben wir diese Kack-Lucky-Picke. Die finde ich total scheiße. Die kriegt von mir 2 von 10. Wie sieht es denn aus mit Lucky?
Lucky hat hier 2,92 von 5 bei 12 Votes. Und dann haben wir hier Flippin' Sexy. Ja, Flippin' Sexy natürlich Kult, ne? Schon ein Kult-Emote und kriegt von mir 8 von 10 Flippin' Sexy. Uiuiui. 4,88 von 5 bei 8 Votes. Und jetzt haben wir einen neuen Emote. Und den schauen wir uns jetzt mal an, den IDK. Lass uns mal gucken, was das ist. Also wenn die Augen so bei dem, wenn er so schielt und die Augen gehen sowieso so. Gucken wir uns mal den IDK jetzt mal mit verschiedenen Skins an. Wie sieht denn das beim Ritter aus? So, gehen wir zum Item Shop. Na, beim Ritter sieht das nicht gut aus, ne? Das war eigentlich auch schon zu erwarten. Wie sieht's denn hier aus mit dem Frozen Love Ranger? Hier. Naja. Also besonders. Wen könnte ich denn jetzt mal nehmen? Wie sieht's mit dem hier aus? Hier. Wie sieht's noch mit am besten aus hier? Muss man echt sagen. Echt am besten aus dem Skull Trooper. Oh, was reißt die Augen auf? Sparkle Specialist, okay. Ja. Hier mit dem Bright Bomber. Das ist cool. Muss ich euch sagen, also da sieht es ganz gut aus. Nice. Sieht jetzt nice aus. Dann wird das eben auch. Ja gut, gucken wir mal hier nochmal beim Skull Ranger. Wie sieht es aus hier mit der Glühweinagentin? Knockoffs. Wolf. Selbst bei dem sieht das mal echt ganz nice aus. Also beim Wolf gibt es nicht so viele Emotes, die ich, wo ich sage, die sehen echt gut aus. Also man braucht auf jeden Fall einen. Wie sieht's denn aus beim John Wick? Naja, besonders die Augen aufreißen kann er nicht, der John Wick. Wie sieht es denn eigentlich mit dem hier aus? Das würde mich mal interessieren. Ohne Scheiß. Naja. Nicht so begeistert. Und ihr hier ist auch schon Ewigkeiten. Oh, die reißt aber auch schön die Augen auf. Also eins muss man sagen, also das fällt jetzt auf hier bei den weiblichen Skins. Sieht das Ding doch echt gar nicht so schlecht aus. Anders bei den männlichen. Dann lass uns mal die Weibchen hier mal durchgucken.
bei ihr jetzt nicht so ganz. Aber hier mit Sicherheit. Außer im Rotkäppchen. Hm, gucken wir mal da rein. Ja. Ich hab schon fast gedacht. So, wen haben wir denn noch? Auch bei ihr. Sieht's gut aus. Wahrscheinlich das hier auch bei ihr. Ja, da sieht's echt ganz cool aus, ja. Nice. So, was haben wir denn noch? So, schauen wir mal bei der rein. Naja. Ja, da müssen wir natürlich beim Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, der muss natürlich hier. Aber bei dem sieht es aber auch gut aus. Und beim Weihnachtsmann sieht es aber auch ganz nice aus. Muss ich echt sagen. Also beim Weihnachtsmann. Sergeant Winter, finde ich, sieht's gut an. Könnte es eventuell bei dem auch gut aussehen. Guck mal bei ihm. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Beim Squad Leader auf jeden Fall. So, ja, viele haben wir jetzt nicht mehr zur Auswahl. Technik. Ja. Auch ganz nice. Den hatten wir ja schon. Jetzt gucken wir nochmal bei der hier. Na, bei ihr. Boah. So. Also, was gebe ich der jetzt für Noten? Oh ja, mit diesem Emote, dem IDK. Ich finde den IDK eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen, am besten gefällt er mir eben mit, ja, mit den weiblichen Skins oder hier mit dem Squad Leader oder mit Sergeant Winter. Ansonsten hat es mir eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hier bei, bei der war es witzig, bei der Onesie, bei der Huntress war es ganz cool, bei Fable war es ganz nice, auch hier Wailer sah es gut aus, ja, ja natürlich, klar, Knock-Ops, selbstverständlich, Bright Bomber und Knock-Ops, ja das waren so die, ja gut, bei ihm hier ging's, Sparkle Specialist, auch ganz nice. Also bei allen anderen fand ich, kam es jetzt nicht so gut rüber. Sieht es aus hier, ne? So mal den da beim DJ Yonda. Da sieht es natürlich mit Sicherheit auch wieder nicht so toll aus. Nein. Man muss diesen Gesichtsausdruck dabei haben, nicht? Man muss den Gesichtsausdruck dabei haben. Ansonsten ist, wirkt das nicht so. Wie sieht es denn bei dem aus? Ich meine, der hat ja theoretisch. Nein. Also, das konntest euch vergessen, geh. Also, es kommt jetzt drauf an, welchen Skin man spielt. Und ich finde, das ist ein Emote, den man eben tatsächlich mit in diversen Situationen benutzen kann. Finde den eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Und deswegen gebe ich diesem Emote einfach mal 200, kostet er ja nur. Durch 8 von 10. Ich denke, das ist okay. Ja. Es gibt halt Skins, bei denen sieht er nicht ganz so gut aus. Es gibt Skins, bei denen sieht er ganz, ganz cool aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.